Es kam bisher äußerst, äußerst selten vor, dass ich mal Chess 960 gezeigt habe hier auf diesem Kanal. Also Fischer Random, wie man das auch nennt, oder auch Freestyle Chess. Das heißt, die Aufstellung der Figuren auf der Grundreihe wird ausgelost. Es gibt 960 verschiedene Möglichkeiten der Aufstellung, deswegen Chess 960. Und warum ist das jetzt Thema? Weil die Nummer 1 der Welt, Magnus Carlsen, gegen die aktuelle Nummer 2 der Welt, Fabiano Caruana, ein Match gespielt hat, haben, und zwar in Singapur. Und ja, da wird es bei einem oder anderen von euch wahrscheinlich klingeln in den Ohren. Singapur ist der Austragungsort der Schachweltmeisterschaft ab dem 25. November. Und ja, dem Anlass entsprechend findet dieses Showmatch eben in Singapur statt. Das ist auch der Auftakt zu einer weltweiten Tournee, wenn ich das mal so sagen darf, die stattfinden wird im Jahre 2025 unter der Regie von diesem Jan-Hendrik Büttner aus Deutschland. Mehr dazu im Video und natürlich zeige ich euch auch diese wilde Partie hier. Ihr seht schon die Aufstellung der Figuren, aber bleibt dran, das ist verrücktes Zeug. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselice Gunnis YouTube-Kanal. Also, wir sind jetzt mal im Chess 960. Ich habe ja gesagt, das ist der Auftakt zu einer weltweiten Tournee. Also, die startet wieder im Februar in Weißenhaus an der Ostsee, ist das, der schleswig-holsteinischen Ostsee sozusagen. Und danach zieht die Tour nach Paris und nach New York und nach Südafrika und weiß der Geier nicht wohin. Ich kann es einfach gar nicht mehr alles im Kopf. Und alle Turniere, die dort stattfinden, das ist wie so ein Grand Slam, ist das des Chess 960s, die spielt Magnus Carlsen mit. Also der ist dann natürlich involviert, auch business technisch wahrscheinlich. Fakt ist jedenfalls, der Jan-Hendrik Büttner, ein sehr wohlhabender Mann, so muss ich es mal ausdrücken, der unterstützt das, der finanziert das und der fördert auch die deutsche Schachjugend, zum Beispiel Leonardo Costa, und jetzt will ich auch gar nicht alle aufzählen, weil sonst würde ich den einen oder anderen vergessen. Also Fakt ist, das ist ein ziemlich dickes Ding, ja, und die haben das auch irgendwie mit der FIDE zusammen irgendwie abgesprochen, ob es da nicht auch inoffizielle Weltmeisterschaften gibt für Chess 960 und weiß der Teufel alles. Also, wie gesagt, der Auftakt ist dieses Showmatch zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana, und das ist eine klassische Partie, liebe Leute. 60 Minuten Bedenkzeit mit Increment und ich glaube, 30 Sekunden, weiß ich jetzt gar nicht. Eieiei. Fakt ist jedenfalls, Magnus Carlsen hier in der Partie 1 hatte Weiß. Und ja, ihr seht die Aufstellung hier. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Nummer, also diese 960 Aufstellungen haben Nummern. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Nummer das ist, ist auch nicht so wichtig. Aber ihr seht, die Aufstellung ist chaotisch. Ja, also die beiden Springer hier im Eck. Und die beiden Türme sind schon zentralisiert sozusagen. Also dieser Läufer hier ist im Eck. Also das ist. Man kann eigentlich vor dem ersten Zug schon ins Nachdenken verfallen. Wenn es euch gefällt, was ihr im Folgenden seht, lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder wenn ihr mögt, unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal. Auch gerne könnt ihr Kanalmitglied werden. Also ich weiß nicht, ob ihr alle die Regeln von Chess 960 kennt. Die sind im Grunde auch nicht anders als im normalen Schach, außer die Rochade-Regel. Ja, also das zeige ich euch nochmal im Laufe der Partie, wie man hier rochieren kann. Es darf halt nichts zwischen Turm und König stehen, das ist klar. Ja, aber zum Beispiel, wenn ihr euch mal hier vorstellt, die schwarze Dame und der Läufer wären nicht da. Stellt euch mal vor, die wären jetzt weg. Dann könnte Schwarz hier rochieren. Sogar im ersten Zug. Ja? Der König würde hier rüber wandern. Also, das ist ein bisschen tricky, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie diese Partie ausgegangen ist. Magnus Carlsen gegen Fabiano Caruana. Und da sind wir jetzt ohne Theorie, liebe Leute. Ich habe jetzt viel erzählt. Ich sage euch mal, Magnus Carlsen eröffnet mit F4. Warum tut er das? Naja, schaut mal, da hängt schon ein Bauer. Ne? Also,
Springer B6. Wir bringen den Springer aus dem Eck ins Spiel. Springer C3 und F5 von Caruana. Auch hier bedenkt, ne? Jetzt hängt der Bauer nicht, aber ne? Der Springer deckt ihn, aber die Dame wird befreit. Okay, Springer B3, gut, das ist jetzt klar, ja, da werden die Springer ins Spiel gebracht. Springer A6 hier in dem Fall und D3 von Carlsen. C6 und Läufer E3. Also das ist, Leute, ich weiß nicht, ihr müsst mir auch mal in die Kommentare schreiben, vielleicht da unten, was haltet ihr davon? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich, es ist immer wieder super spannend, Chess960, wenn ihr das mal selber spielt auf irgendeiner Schachplattform, ja, dann werdet ihr feststellen, wie unfassbar herausfordernd das ist, ja. Was haltet ihr denn von dieser Stellung? Was ist das, ja? Ganz schwierig einzuschätzen, ja. Also Caruana spielt hier G5. Das ist natürlich heftig. Warum tut er das? Den kann man doch einfach nehmen. Tut Carlsen auch. Aber die Idee war natürlich, diesen Bauern hier abzulenken vom Feld E5. Und deswegen spielt Caruana jetzt E5. Und nachdem der schwarze König immer noch in der Mitte steht, genau wie der weiße König, aber der ist besser geschützt, ja, da steht hier noch ein Bauer davor und so, versucht Carlsen jetzt hier aufzustemmen, was aufzustemmen geht. Aber dieses G4, natürlich spielt Caruana F4, ja, also er hält diesen Königsflügel geschlossen und greift diesen Läufer an und der tauscht sich erstmal auf B6 raus. Läufer B6, A B6. Und Dame schlägt B6. Okay, Carlsen holt sich und schnappt sich diesen Bauern. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass der G5 hängt und den nimmt sich Caruana jetzt auch. Und hier, ich sag mal, ein Urteil zu fällen, wie ist denn die Stellung einzuschätzen, wer steht denn hier besser, ist super schwer. Also das nähert sich immer mehr so einer normalen Schachstellung an. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Noch ist es natürlich ein bisschen chaotisch, weil diese Könige noch in der Mitte stehen, geschützt von ihren beiden Turmbegleitern hier. Ich kann mal sagen, die Engine, die ich dazu Hilfe genommen habe, sagt, ihr werdet's nicht glauben, ausgeglichen, 0,1 oder so. Gut. Carlsen spielt Springer A5 und sagt ganz pragmatisch, ich schnapp mir diesen B7, ne? Der hängt zweimal, den greife ich einfach mal an. Und jetzt kommen wir eben, das hatte ich eben schon mal angekündigt, zu der Rochade-Technik. Schwarz kann hier rochieren, ja? Wie geht das? Naja, online würde man jetzt diesen König hier rüberziehen, ja? Dann würde der König da hinten hin flitschen sozusagen. Am Brett würde man den König einfach darüber stellen. Ja? Also hier sieht das so aus, zack. Ne? Und jetzt hat Schwarz rochiert. Es darf halt nichts dazwischen stehen. Und der Läufer auf H8, ja, der stört ja nicht. Das heißt, die Rochade findet statt wie gewohnt, nur ist sie eben auch aus anderen Positionen möglich. Gut. Läufer E4, ja, der Läufer will mitspielen. Und Dame H4 Schach. Magnus Carlsen lässt das Schach zu und läuft einfach mit dem König weg. Ich meine, das ist ja auch mal so ein netter Ansatz. Ja, hast ein Schach, ich laufe einfach weg, ich mache den Verschwindibus. Okay. Dame E7. Dame E7, warum Dame E7? Naja, das ist auch ganz schwierig einzuschätzen. Schaut mal, was würde denn passieren, wenn man hier diesen Bauern nimmt? Nein, 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 nein. Dann haben wir Turm H1, ne? Und nachdem die Dame ziehen muss, dann hängt schon der Bauer auf H7 gewaltig durch. Vielleicht kann man, also die Engine sagt hier, man kann hier natürlich nehmen mit einer weißen Gewinnstellung. Noch stärker wäre Springer D5, ja? Weil wenn man den Springer hier schlüge, ja, dann ist plötzlich der schwarze König, der ist sowieso schon offengelegt wie irgendwas, ne? Schaut mal, wenn der hier hinläuft, haben wir ein simples Matt erzeugt. Also, wow, also deswegen erstmal weg hier. Dame E7. Und Magnus Carlsen sagt sich, ja, ich stelle mal meinen Läufer besser und räume vor allen Dingen das Feld E4
für meinen Springer. Und das ist ganz schön gefährlich. Ich sag's nochmal, der schwarze König ist offen wie ein Scheunentor. Springer C5. Caruana ignoriert das einfach und sagt, ja, dann spiel doch dein Springer E4. Den kann ich ja abtauschen. Nee, Caruana will gar nicht abtauschen. Er sagt, ich spiele Springer E6 und führe den Springer als Verteidigungsfigur zurück ins eigene Lager. Und das ist auch ein guter Zug. Weiß steht hier nur ein Hauch besser. Kaum merklich. Das ist spannend. Also, ich nehme mal einen Schluck Tee. Die Frage ist, natürlich, dieser Läufer auf C8, ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Superstar der Stellung. Auf der anderen Seite, der kann noch zum Leben erwachen nach Zügen wie D5 oder sowas. Und er verteidigt auch B7 und D7 im Moment. Na gut, Magnus Carlsen sollte hier einfach auch B7 nehmen. Das ist der, ich sag mal, der ganz einfache Ansatz. Wir nehmen uns einfach die nächsten Bauern weg. Aber er entschließt sich hier auf E6 rauszutauschen. Natürlich nimmt die Dame wieder. Und jetzt hängt dann der B7 doch. Aber ihr seht selber, was hat das zu. Also wir haben ja fast eine normale Schachstellung jetzt. Ja? Was hat das zu bedeuten, dass Carlsen hier den B7 nimmt? Naja, Läufer schlägt B7, das ist irgendwo klar. Dame nimmt und Turm B8 und Carlsen lässt zu, dass dieser Bauer hängt. Bisher haben die beiden Spieler ungefähr eine halbe Stunde verbraucht, also da ist noch genug Zeit. Die Dame muss ziehen, auch klar. Und jetzt ist die große Frage, nimmt man den B2 oder nicht? Und das ist eigentlich eine Schluck-Tee-Moment-Stellung, denn was würdet denn ihr hier machen? Würdet ihr den B2 nehmen? Muss ich den in grün einzeichnen? Ja, oder vielleicht sogar in rot? Die Magie der Farben. Was ist hier richtig? Keine einfach zu treffende Entscheidung ist das. Überhaupt nicht. Ich kann euch mal sagen, die Engine will unbedingt Läufer F6 spielen. Das möchte ich mal eigentlich mal in Blau machen. Läufer F6 spielen. Die will den Läufer ins Spiel bringen. Und sagt, das ist nur ein bisschen besser für Weiß. Aber Caruana hat hier genommen. Und das ist ein dicker Fehler. Warum ist das so? Carlsen hat das erkannt. Natürlich spielen wir erstmal Turm B1. Ja. Und Caruana tut, was er tun muss. Er schlägt auf A2 den nächsten Bauern weg. Einmal einen Turm tauschen, Dame nimmt. Und jetzt kommt einfach Dame schlägt die 7. Das war die Idee. Dieser König, liebe Leute, ist hochgradig gefährdet. Und der weiße König halt nicht. Natürlich hat Schwarz ein paar Schach. Schaut mal, Dame B4 Schach. Wir spielen einfach C3. Ja, Dame B2 Schach und wir laufen weg. Das hatten wir schon mal in der Partie. Der König läuft einfach weg. Und Schwarz hat kein Follow-up. Was tun? Also Läufer G7. Ja, der Läufer protect, oder ich sage mal, protected ja den oder schützt den schwarzen König ja auch noch. Aber es gibt hier ein Schach, ja, König H8 und Turm F3 blockiert auch das Vorpreschen dieses Bauerns und bereitet aber auch Turm H3 vor. Oh, ja, das ist hier auf H7 schon wieder gefährdet. Das hatten wir auch schon mal das Motiv. Dame gibt einen Schach. König läuft weg. Dame geht nach H1 und der Turm deckt auf H3. Und es kommt natürlich F3. Natürlich, das ist irgendwo nachvollziehbar. Schwarz will unbedingt Linien gegen den König hier öffnen, aber das reicht nicht. Diese Stellung ist eine glatte weiße Gewinnstellung, denn wir können den Bauern einfach wegnehmen. Es ist manchmal nicht so schwierig. Wir nehmen einfach den Bauern weg. Und ja, dieser Punkt ist ausreichend verteidigt. Und wir sehen auch, dass Schwarz überhaupt gar kein Schach hat. Wo die Dame, ne? Wo kein Schach? Das heißt, Caruana versucht hier über die B-Linie dem weißen König zu Leibe zu rücken. Aber Carlsen sagt, ja, ich spiele mal G5. Und es droht, ihr seht es alle,
Ja, es droht G6 und die Zerstörung des schwarzen, dieses schwarzen Abwehrbollwerks hier. Also G5, es kommt natürlich das Schach, Turm B2, aber der König, das hatten wir schon ein paar Mal, läuft einfach weg. Ein König will marschieren. Also, Dame G1, da ist das Damenschach, aber der König läuft einfach weg. Das ist. Also Carlsen ist tatsächlich, er läuft einfach weg. Ja, und wie kann man jetzt hier unten dieses Matt, oder ja, also Matt in 2, ne, Läufer, Dame schlägt Matt, wie kann man das stoppen? Naja, wir gehen zurück nach B8, ne? Aber jetzt spielt Carlsen Springer D6 und an der Stelle hatte Caruana genug gesehen und die Partie aufgegeben. Natürlich gibt er sie auf. Das Problem ist, dass Springer F7 mit Vernichtung kommt. Es gibt hier keine Abwehrmöglichkeiten. Man könnte Turm F8 versuchen, Springer F7 und den rausschlagen, aber dann haben wir das nächste Problem. Ja? Seht ihr hier dieses Schach? Unschön, oder? Was tut man dagegen? Also wollt ihr König G8 geht ja nicht, also das heißt, wir können noch einen Schach geben, aber der König läuft einfach nach H5. Ja, der König läuft die ganze Partie über einfach irgendwo hin, hier, Dame C5 und jetzt kommt G6 und wenn ihr hier noch einen Schach gebt, ne, E4, dann laufe ich halt wieder weg. Ich laufe die ganze Zeit so lange weg, bis man hier komplett zerstört ist. Ja, also hier kann man aufgeben. Computer gibt Matt in 10 an. Na gut. Also, ja, irgendwie spannend. Natürlich, ja, es gibt keine Eröffnungstheorie und es war ziemlich chaotische Anfangsstellung. Nur irgendwie hat sich auch hier gezeigt, wer der Beste ist, oder? Ich laufe halt mal weg. Die erste Partie gewinnt also Magnus Carlsen und gegen Caruana. Eine zweite Partie wird auch noch gespielt, später an diesem Donnerstagabend, den 21.11. Und ja, oder spielen die erst am 22.? Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich halte euch darüber auf dem Laufenden, wie das ausgeht. Ist ein bisschen Spaß bei nebenbei. Und das Ganze als Eröffnungsshowdown so ein bisschen für die kommende Schachweltmeisterschaft, die am 25.11. ihre erste Runde sieht. Also, es war jetzt mal ein kleiner Ausflug in andere Gefilde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder wenn ihr mögt, unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal. Oder vielleicht werdet ihr auch gerne Kanalmitglied. In diesem Sinne, macht's gut so lange. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bye bye.